Ihr seid nicht mehr schwarz oder braun oder gelb oder rot. Ihr seid jetzt grün. Ihr seid hellgrün oder dunkelgrün. Versteht ihr das? Sir, ja, Sir! Swafford! Sir, ja, Sir! Bist du der Penner, dessen Vater in Vietnam gedient hat? Sir, ja, Sir! Vorzüglich! Hat er auch den Mumm, dort zu sterben? Sir, nein, Sir! Na, so ein Scheißpech! Hat er je darüber gesprochen? Sir, nur einmal, Sir! Gut, dann hat er nicht gelogen! Starrst du mich etwa mit deinen babyblauen Augen an? Tust du das? Sir, nein, Sir! Hast du dich vielleicht in mich verliebt, Swafford? Sir, nein, Sir! Oh, findest du nicht, dass ich gut aussehe in meiner Uniform, Swafford? Sir, der Drill Sergeant sieht fabelhaft in seiner Uniform aus, Sir! Oh, das heißt also, du bist schwul und liebst mich, hä? Sir, ich bin nicht schwul, Sir! Hast du eine Freundin, Swafford? Sir, ja, Sir! Das ist nicht so sicher, du Wichser! Die wird gerade von deinem besten Freund gevögelt! Runter auf den Boden und gib mir 25 Liegestütze für jedes Mal, dass sie in diesem Monat gefickt wird! Runter auf den Boden! Schon kurz nachdem ich Drill Instructor Fitch kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass sich dem Marine Corps anzuschließen vielleicht keine so gute Idee war. Was zum Teufel soll das sein? Sir, das ist die Zeichnung des Rekruten einer Seekiste, Sir! Verfluch nochmal, Himmel, Arsch und Leistenbruch! Das ist ein Haufen Hundekacke! Sir, der Rekrut war noch nie gut im Zeichnen, Sir! Und warum zum Teufel bist du dann mein Schreiber? Sollte mein Schreiber nicht auch wissen, wie man zeichnet? Sir, der Rekrut weiß es nicht! Der Rekrut hat gedacht, ein Schreiber müsste schreiben, Sir! Natürlich weiß der Rekrut das nicht! Der Rekrut weiß es nicht, weil ich es ihm nicht gesagt habe! Na schön, du Knieficker, jetzt zeig mir mal ganz genau, wo deine Unterhosen und deine Laufschuhe hingehören! Sir, der Rekrut kann nicht denken, weil ihm der Drill Instructor auf den Kopf schlägt, du Sir! Du kannst nicht denken, weil ich dir ein paar liebevolle Klapse gebe? Wie zum Teufel willst du dann mit deiner Waffe schießen, während die Granaten von deiner Fresse explodieren? Was verflucht nochmal willst du überhaupt hier? Sir, ich hab mich auf dem Weg zum College verlaufen, Sir!